Hallo und herzlich willkommen zu Black Angel The Cast mit Assassin's Creed Revelation. Und wir legen sofort los, da wo wir letzte Mal auch aufgehört haben. Fünf Wachen killen dürfte kein Problem darstellen. Ah ne, drei sogar nur. Oh, ein Hit. Jetzt auf ihn! Ich bin ja auch verletzt, da mich gerade eine Bombe erwischt hat. Ah! Okay, das war jetzt wirklich gerade nur Playing. Mal ein bisschen Ruhe finden. Und weiter geht's. Slow Mode. So, jetzt müssen wir ein bisschen laufen. Das Dorf infiltrieren. Oh, er ist sonst kann er überall lang springen, aber jetzt hat er eine kleine Wunde, kann er nicht mal mehr ordentlich laufen. So, eine Wache. Oh, der kriegt nichts mit. Ah. Okay, das muss wehgetan haben. Ja, nicht mal ein Kratzer hat er. Und da hoch in den Alter. Respekt. Früher war das einfacher. Dachte ich mir. So, ich glaube, der muss jetzt sterben. Aua. Ja, ich weiß schon, wie man ein Attentat ausführt. Ich muss versuchen, jetzt mache ich meinen Adlersinn. Aus einem Gebüsch her eliminieren. Das müssen wir durchführen. Eigentlich. Hier müsste jemand langlatschen. Sehen wir an der roten Spur. Da kommt er auch schon, wie gerufen. Ah, er ist auf dem Rückweg. Zeigt Gegner in Rot, Missionsziele in Gold und Verbündete in Blau. Ah. Okay. Die Luft ist wieder ein. Jetzt kommt der hier dran. Los, schnappt ihn! Sofort! Kriegt man von denen jetzt schon Medizin? Dann wäre ich den ja voraus. Ah, ich glaube nicht, das haben die nicht so gemacht. Giftvoll, Wurfmesser voll. Ja, erst nachher. Ein Fremder. Kommt mir bitte. So, jetzt machen wir mal hier. Wo ist der Trottel langgelatscht? Hier. Der hässliche Hauptmann. So, nochmal. Ich schätze hier lang. Oh ne, doch hier lang. Und eine Wache. Er sieht aus. Ja, ich sehe aus. Problem damit. Oh, der nächste. Nach und nach werden alle Spuren ausgelöscht. Ne, der hat schon Angst. So, den Rest wissen wir. Noch so ein slawischer. Ja, das ist schon ziemlich einfach gemacht. Du brauchst nur ranrennen und linksklick und schon hast du den gekillt. Also keine große Herausforderung. Kann es sein, dass du wirklich so tödlich bist, wie die Legende behauptet? Hoffe ich doch. Sonst wärst du ja nicht gleich tot. Oder kommandiere ich ein Heer von Säufern mit Holzschwertern? Das kann natürlich genau auch da lang, Ezio. Jetzt gibt es keinen Ausweg mehr. Oder für nicht dich. Für mich. Und nicht für dich. Und da können sie rüberklettern. Bring ihn um. Wollt ihr mich wirklich töten? Pack sie. Da, pack ihn. Aua. Jetzt brauche ich was zu trinken. Medizin. Da haben wir schon einmal. So, Q. Medizin.
Das ist schon besser. Jetzt geht's ab. Oh ja, gib mir deine Waffe, ich will deine Waffe. Ah! Hackt ihn! Tempo! Das war ein Hit. Ich hoffe mal, es wird nicht so doll lecken. Weil ich habe noch ein paar Optionen, also die Grafik noch mal hochgestellt und so. Aber dürfte eigentlich kein Problem sein. Hey, komm, Digga. Nicht wundern, ich kämpfe ab und zu auch gerne mal ohne Waffen. Das macht auch, finde ich, ein bisschen mehr Fun. Aber jetzt steigen wir mal wieder auf die versteckte Klinge um. Da oben stehen jetzt gleich ein paar Soldaten und ich muss die Mauer da hoch. Also auf den Turm, weil da oben dann gleich der Feind steht. Genau, da sind sie auch schon, wie gerufen. Ah, ziehen können die auch nicht. Ich glaube, da hatte der Hauptmann wohl recht, dass sie zu viel trinken. Auf zu heulen, sonst springst du auch überall runter. Ah, nein. Das war jetzt Luck. Hätte ich die mal vorher ausgelöscht. Beeil dich. Oh, der Arme. Das war nicht geplant. Was müssen wir jetzt machen? Gegenspringen? Schätze ich mal. Wie schwer kann es sein, dich zu töten, hä? Warum stirbst du nicht? Gehen. Und hörst du denn nie auf zu winseln? Tot. Jetzt müsste er gleich aufhören zu winseln. Tja, der alte Hund hat doch noch Zähne. Hoffe ich doch. Das Buch, das ihr tragt, wo ist es? Es wird dir nichts mehr bringen. Niccolo Polos Tagebuch? Das wird dir nicht helfen. Nicht mehr. Wir haben schon einen der Massiv-Schlüssel gefunden. Und bald auch die restlichen. Was in der Bibliothek ist, ist nicht für euch und nicht für die Templer. Behalte, Alter, hier ist Bücher-Enzo. Wir suchen nur Orientierung. Wir suchen nur Hinweise zum Standort des großen Tempels. Des großen Tempels? Erzählt mir mehr. Los! Die Augen sind mal fällt. Brauchst du das Buch nicht mehr? Kannst du höchstens nachher noch der Frau schenken. Und jetzt Sprung. Geht das jetzt noch? Ja. Oh, schade. Dieser Apfel. Er ist wirklich ein bemerkenswertes Stück. Hier, das Material. Hart wie Stahl und doch leicht. Willst du wirklich mit dem Ding herumspielen? Jawohl, das will ich unbedingt. Ich habe lange darauf gewartet, einen in die Finger zu bekommen. Okay, du machst mich echt nervös, Bill. Keine Sorge. Ich glaube, ich habe nicht die richtigen Gene, um ihn zu benutzen. Oh, aber Desmond schon, glaubst du? Renne in die Unendlichkeit. Noch viel weiter. Oh, da ist Desmond. Sind wir auf der Animus-Insel? Was war das denn gerade? Und der Schutzengel sitzt wieder da. Und zwar außerhalb der Desmond-Partition. Und als der Animus dich fand, verschob er dich wieder hierher. Er befolgt nur Befehle. Wie ein Absturzschutz. Er versucht, deinen Armkopf intakt zu halten. Ist ja nett. Ob du willst oder nicht. Und was genau machst du eigentlich hier? Spielen. Lernen. Was spielt er hier? Warten. Vor allem warten. Das glaube ich dir. Ich lenke den Animus ab, so gut es geht. Für dich, damit du dich umsehen kannst. Ich finde, am Anfang haben sie mit der Animation ganz schön nachgelassen. Da haben sie sich nicht viel Mühe gegeben, wie es aussieht.
Mein Schutzengel also. So etwas gibt es nicht. Ja, ich. Danke. So, und... Ja, hier sind wir auf der Animus-Insel, auch schon in den anderen Let's Plays gezeigt. Aber da hinten sind Türme, da muss man Datenfragmente im Spiel sammeln. Sean, ich bin's. Und dann kann man da durchgehen und Missionen erledigen. Aber die sind, ich persönlich fand die nicht so lustig. Liebe Schwester. Also haben nicht viel Spaß gemacht. Masyaf wurde von einer Horde Templer überrannt und ihr Motiv ist klar. Sie suchen die Geheimnisse, die in Altairs Bibliothek verborgen sind. Denn sie glauben, sie würden sie zu etwas führen, was sie den großen Tempel nennen. Ob wahr oder nicht, ich weiß, dass es die Bibliothek wirklich gibt. Ich habe ihre Tür gesehen, doch niemand kann sie öffnen. Nicht ohne die 5 Schlüssel, die vor fast 300 Jahren von Niccolo Polo nach Konstantinopel gebracht wurden. Claudia, ich muss diese Schlüssel finden. Einen fanden die Templer bereits, und ich weiß nicht, wie schwierig es sein wird, die restlichen aufzuspüren. Das wird sich mit etwas Glück und Geschick erst noch zeigen. Wo die hauptsächliche Geschichte weitergeht. Das ist eigentlich Florenz nur mit einem anderen Tapetenaufzug. Oder halt Rom. Oder Monterioni. Aber es hat schon seinen Style. Schiffe! Wir freuen ihn in Fluch der Karibik. Hm. Ein prächtiger Anblick. Der Süleyman. Es ist längst nicht vollendet. Keine Stadt in Europa. Der ist, glaube ich, Prinz oder so. Solches Panorama. Nun, um genau zu sein, das ist Europa. Mit dem werden wir noch viel zu tun haben. Das ist Asien. Ah, einige Grenzen halten selbst den Osmanen stand. Nur wenige. Ihr seid italienisch allem Anschein nach, eure Kleidung jedoch nicht. Seid ihr schon lange auf Reisen? Si, da molto tempo. Ich verließ Roma vor 12 Monaten und suchte nach Inspiration. Diese Suche führte mich her. Ich mag Spanisch nicht. Als ich ein Kind war, sprach mein Vater oft über den Untergang von Konstantinopoli. Ihr meint sicher die Eroberung von Konstantinopel. Ich schätze, der Ausgang einer jeden Geschichte hängt vom Standpunkt des Erzählers ab. Darin sind wir uns einig. Güzel. Konstantinie ist eine Stadt für alle Gemüter und Bekenntnisse. Für Schüler wie mich oder Reisende so wie euch. Mich, aber es ist schön, zu Hause zu sein. Konstantinie. Arbeit? In deinem Alter galt mein Interesse vor allem Salve. Das ist die Frau aus der Bücherei. Ich bin überrascht, dass ihr überhaupt etwas schafftet. In die genau, wird sich Ezio verlieben. Es war ein Vergnügen, mit euch zu sprechen, BFN. Ich hoffe, ihr findet hier etwas, was euch interessiert. Nicht nur Vergnügen, auch Ehre. Das werde ich sicher. Yardim edbelir miyim efendim? Und noch Gelehrter ist er. Ein Gelehrter und ein Edelmann. Ihr steckt voller Überraschungen. Nur wenige, mein Freund. Exig olmayin. Hoş geldin kardeşim. Sollte die Legende wahr sein, seid ihr der Mann, nach dem ich suche. Der berühmte Meister und Mentor. Ezio Auditore de bla bla bla. La la la. Prego. Schade, dass es den Ton vornahm. Ich habe Probleme mit diesem italienischen Kauderwelsch. Da Firenze. Dort wurde ich geboren. Ah, ja. Nun, nach eurem Brauch wäre ich wohl
Yusuf Tazim da Istanbul. Gefällt mir. Istanbul? Noch ein Name für diese Stadt? Evet, der örtliche Favorit. Kommt, Mentor da Firenze. Ich führe euch herum. Dankeschön. So, können wir eigentlich gleich anfangen. Ich finde, auch in Assassin's Creed Revelation hat sich die Wasserqualität verbessert. Aber vielleicht wirkt es auch nur durch die bunten Schiffe so. Aber egal. Ich will dauernd E drücken, weil ich jetzt Assassin's Creed 2 noch mal eine Zeit lang angefangen habe. Da muss man immer E drücken, um mit Leuten zu sprechen. Nirgends in der Stadt werdet ihr mehr Vielfalt finden. Und aus diesem Grund wurde es zur Heimat der Assassinen. Ich würde gerne sehen, wo. Kessin Likle. Es ist der Bruderschaft eine Ehre, den Mann zu treffen, der die Borgia in den Ruhestand schickte. Oh, weiß denn schon jeder in der Stadt, dass ich hier bin? Nun, euer Gerangel mit den Templern ums Heilige Land blieb nicht ganz unbemerkt. Das ist aber schön, habe ich ja nicht umsonst gespielt. Als ich einst aufbrach, lag mir Gewalt völlig fern. Ich suchte Weisheit. Den Inhalt von Altairs Bibliothek. Ihr wusstet nicht, dass sie seit 3 Jahrhunderten verschlossen ist? Nein, ich hatte es vermutet. Aber ich erwartete nicht, dass sie von Templern bewacht wird. Die Wachen sehen ja auch cool aus. Oder? Vor 5 Jahren war der Einfluss der Templer hier minimal. Ein kleines Grüppchen, das den Thron von Byzanz wiederherstellen wollte. Doch es werden immer mehr, jeden Tag. Und da Sultan Bayezid nicht vor Ort ist, machen sie vielleicht etwas Drastisches. Der gibt es keinen Erben für den osmanischen Thron? Nicht nur ein, zwei ausgebrachte Söhne. Ganz normal für die königliche Familie. Wenn der Sultan hustet... Sind die Prinzen die Schwerter? So, ich glaube, wenn man die Treppe hochgeht, dann kommt der Feig. Komm. Genau. Bei all den Templern und den Osmanen habt ihr sicher gut zu tun. Ezio, ich habe kaum Zeit, meine Klinge zu putzen. Das war mal knapp. Nicht cool, oder was? In ein Schutz. Oh, leck. Das finde ich erstmal nicht so cool. Schade, den wollte ich auch killen. Da sind jetzt auch noch ein paar. Ah, die werden von Yanichan und so gekillt, glaube ich. Nein. Schaut. Byzanz genau. Ist tot. Und du auch gleich. Die ganze Stadt erwacht, um euch zu begrüßen, Ezio. Erst die Regenten, nun die Ratten. Die Osmanen haben eine besondere Vorliebe für byzantinische Rüppel. Das gibt uns Luft zum Atmen. Wie? Ist aber schön. Ein wenig. Sie töten euch auch, wenn sie wollen. Aber sie hätten ein schlechtes Gewissen. Rührend. So schlimm ist es nicht. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten sind die Assassinen hier wieder stark vertrieben. Das war nicht immer so. Unter dem byzantinischen Kaiser wurden die Assassinen verfolgt und hingerichtet. Hier ist die Stelle, wo man dann mit den Hakenklingen trainiert. Ist etwas da? Hier, kommt! Ja, ich komme ja schon. Kommt, wir müssen uns sputen. Sputen, also solange wir mit du läufst, soll ich mich sputen oder was? Ich glaube, ich spinne. Ja, das kenne ich auch schon. Ich bin schon oft hingelatscht. Mentor, begrüßt doch eure erweiterte Familie. Salute, Avoy, Assassini.
Es ist eine Ehre, so weit von daheim tüchtige Freunde zu finden. Seht ihr, Brüder? Unser Mentor schämt sich nicht, Schülern seine Gefühle zu zeigen. Keine Sorge. Es wird nicht zur Angewohnheit. Wir wurden auf dem Weg hierher angegriffen. Einige von euch sollten die Umgebung durchkämmen. Hemmen! Und ihr, Ezio. Eure Ausrüstung ist in erbärmlichem Zustand. Fällt euch aber früh auf. Besorgt euch Geld und repariert, was ihr könnt. Es gibt hier einen Schmied. Ein Freund. Kraft gibt's da nicht. Buona idea. So, jetzt müssen wir gleich zweimal rechts um die Ecke, dann sind wir beim Schmied. Also wenn wir aus der Tür rausgegangen sind, natürlich. Hier sieht das Assassinenzeichen auch anders aus. Das hat oben noch so einen Schwinger. War doch früher nicht so, oder? Ja. Oder mir ist es noch nie aufgefallen. So, einmal rechts. Dann ist hier noch eine Ecke, halbe Ecke. Alles heute und billiger. Einmal kosten. Ihr werdet dies so. Waffen der besten Güte. Hier jetzt glänzt es sogar ein bisschen über der Schulter. Oder auf der Schulter. Kein muffiges Leder oder rostiges Metall. Das ist sieht schick aus. Arbeit eines ehrlichen Handwerkers. So, dann sind wir jetzt am Ende von Part 03. Die Teil 1 und 2 Aufteilung wird nicht mehr stattfinden, da ich jetzt Videos mit über 15 Minuten hochladen kann. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.